Solange es Kinder gibt, wird es Kinder geben. Leonie Bruckner und Leni Pöcksteiner inszenieren gemeinsam mit Trio Baldachin, Lukas Schiemer, Benjamin Schiemer und Niklas Satanik das Hörspiel Fünf Mannmenschen von Ernst Jandl und Friederike Mayröcker. Das Stück erzählt grotesk, witzig und melancholisch zugleich von zentralen Lebensereignissen auf dem vielgestaltigen und atemlosen Weg durch Stadien unserer Sozialisation. Ein Weg, der heute ein genauso zeitgenössisches Bild wie damals zeichnet. Hörspiel ist ein doppelter Imperativ, sagt Ernst Jandl Ende der 1960er. Beiden Imperativen folgen die Schauspielerin, die Rhythmikerin und die drei Musiker in ihrer Inszenierung. Das Ergebnis des gemeinsamen Arbeitsprozesses ist eine spannende und vielschichtige Übersetzung des Hörspiels in Musik und Performance.